Hallo ihr Lieben, sind wir hier heute wieder mit einem weiteren Unboxing-Video für The Wild Hair Kits. Und das hier ist eigentlich mein März-Kit für Wild Hair Kits. Und ich habe den im Februar bestellt. Und leider ist es nie rechtzeitig angekommen. Heute ist der 26. März, also ich werde im März damit jetzt nichts mehr kreieren, sondern es wird wahrscheinlich eher April werden. Ich habe dieses Kit gewünscht damals, weil ich unbedingt Fotos aus Finnland scrappen wollte. Ich wollte ein Minibook machen, aber leider ist das Kit nicht in Austria angekommen, sondern es ist nach Australien gegangen. Es ist ein kleiner, feiner Unterschied, aber es hat dann doch es ist dann in falschen Container oder wie auch immer gelandet. Die Adresse war richtig, es ist richtig verschickt worden, aber trotzdem hat es jemand als Australien gelesen und es ist dann auf Weltreise gegangen und das hat jetzt fast einen Monat gedauert, bis es von Sydney wieder zurück zu mir gekommen ist. Und desto trotz will ich euch zeigen, was ich im März für März gedacht hätte an Produkte, womit ich etwas kreieren wollte und gewünscht habe eigentlich. Und ich will es euch nicht geheim halten, wie der Kit aussieht, und ich werde sicher im April damit gestalten, weil mein April-Kit ist noch nicht angekommen. Ich hoffe, es schafft es doch noch, aber dadurch, dass es diese Virussituation derzeit auch gibt, befürchte ich fast, dass mein April-Kit auch zu spät ankommt. Deswegen werde ich wahrscheinlich im April mit meinem März-Kit Sachen gestalten. Und jetzt schauen wir uns diesen Kit an. Ich liebe dieses Kit. Das ist so was Tolles. Wirklich. Wunderschön. Fangen wir mit den Papieren an. Ich habe mir gewünscht Crate Paper Magical Forest Kollektion hauptsächlich, weil ich ein Minibook über Finnland-Fotos gestalten will. Ich war 2018 mit meiner Familie in Finnland und ich habe ganz tolle Fotos von dort und ich wollte ein Reise-Minibuch gestalten und ja, dafür habe ich diese Farben und Designs gewünscht und besonders diese Kollektion bei Crate Paper. Und ja, so schaut das Kit aus. Das ist ein Deluxe-Kit diesmal wieder. Also das Kostenpunkt ist 38,95 plus Versand, und Versand von USA nach Österreich ist etwa 13 Dollar. Aber fangen wir mit den Papieren an. Also, mein großer Wunsch war Magical Forest und dieses Papier heißt Childhood, hat ein super schönes pastellfarbenes Regenbogen drauf und dann Woodgrain auf der anderen Seite. Ich mag das sehr, wirklich sehr. Und als nächstes habe ich Heidi Swap Honey and Spice Kollektion dabei. Das Papier heißt Happy Day. Passt perfekt von den Farben zu Magical Forest, by the way. Und auf der anderen Seite sind Fahrräder in Gelb. Ich liebe dieses Papier, wirklich ganz genial. Gefällt mir total gut. Als nächstes wieder Crate Paper Magical Forest. Und dieses Papier heißt Meadow. Und das sind so Blumenmuster. Und ein sattes Grün auf der anderen Seite. Passt Petrol. Und als nächstes wieder was Grünes mit Blumenmuster und auf der anderen Seite Picknickkörbe. Und dieses Papier ist von Jen Hatfield, This is Family, und das Papier heißt Picknick. Und als nächstes war dabei Crate Paper Magical Forest und das Papier heißt Sunlight. Und da sind diese super süßen Regenbögen wieder drauf. Die sind total in momentan, die sieht man überall. Und dann ockerfarbener Hintergrund. Sehr dezent. Ich bin ja eigentlich ein B-Seiten-Scrapper. Werden wir sehen, was diesmal daraus wird. Ich mag beide Seiten sehr oft bei diesen Papieren. Und als nächstes Crate Paper, einer meiner Favoriten. Ich finde diese Farbkombination so schön hier. Das ist sowas wie Anthrazit mit Altrosa, würde ich einmal sagen. Magical Forest Papier heißt Wishes. Und auf der anderen Seite geniale, große Wörter, die würden super als Titel funktionieren. Ich glaube, von dem Papier brauche ich noch ein zweites Stück.
Dann als nächstes einer meiner Favoriten aus diesen Kits. Das ist Family von Jane Hatfield und das Papier heißt Fun Times. Und diese Seite ist genau meins. Ich liebe es. Dann als nächstes Crate Paper Snowflake Kollektion und das Papier heißt Marshmallow. Und überraschenderweise, obwohl das eigentlich eine Weihnachtskollektion ist oder eine Winterkollektion ist, es funktioniert super zusammen mit den Farben da von den anderen Papieren. Ich mag dieses Sternenmuster sehr. Und die andere Seite ist auch super süß, aber dadurch, dass meine Fotos von Herbst sind, werde ich wahrscheinlich eher diese Seite verwenden. Und weiter geht's mit den Sternen und dieses Blauton ist wirklich so schön. Und wieder ein Crate Paper Magical Forest Kollektion und das Papier heißt Always. Und das ist auch, das sind super schöne Sprüche, Wörter da drauf. Farben sind absolut das, was ich mir vorgestellt habe. Wirklich schöne, pastellige, softe Farben. Und das hier ist Heidi's Hope Honey and Spice Kollektion und das Papier heißt La Fleur. Und diese riesigen Blüten hier, oh, ich liebe diese Farben. Wirklich sehr, aber ich mag so einen Hintergrund auch super, super gern. Also ich bin zwischen hin und her, ein bisschen hin und her gerissen, was ich verwenden werde. Und das Papier habe ich bereits schon einmal gehabt. Das ist auch von Heidi Swap Honey and Spice Kollektion. Und diese Vögel hier sind echt super, verwende ich total gern. Diese Seite ist eher nicht so meins, habe aber schon auch verwendet auf einem Layout. Und es wird wahrscheinlich diesmal wieder diese Seite werden. Stört mich gar nicht, dass ich das Papier schon einmal gehabt habe. Und zum Schluss ein Magical Forest Foil on Vellum Papier. Das heißt, ein Rosé-Gold Regenbogen ist auf einem Vellum Papier draufgedruckt. So ein Spezialpapier sozusagen. Wirklich wunderschön. Und jetzt zeige ich euch, wie das alles zusammen aussieht. Na, was sagt ihr dazu? Ist das nicht toll? Mir gefällt das sehr gut. Zeigen wir da die andere Seite. Und hier könnt man auch diese Seite zeigen. Na, schaut doch super schön aus, oder? Passt alles super zusammen. Und jetzt machen wir eine Umdrehung. Und hier genau dasselbe. Total schöne Farben. Passt alles perfekt zusammen. Und dann kommt dazu noch das Cutfile vom März. Diese Papierclips. 6 Stück. Einer ist schon verloren gegangen. Hier. Und da passen auch die Farben super dazu. Das ist perfekt für ein Minibook. Und dann Enamel Dots von Simple Stories. Auch die Farben perfekt dazu. Dann habe ich bekommen Crate Paper Magical Forest Alpha Stickers. Also Buchstabensticker, sind in Roségold auch wieder. Hier auch überall dieses Foiling, dieses Roségold, dieses richtig satte, dunkle. Echt wunderschön. Und das sind so Puffy-Stickers. Und der Set heißt Brave. Und diese Wörter, ach, das ist echt einfach perfekt. Ich freue mich schon, damit etwas gestalten zu können. Und dann zum Schluss noch Crate Paper Magical Forest Stickers. Und da sind Erdbeeren und Pilze und Herze und Regenbögen. Ach, einfach wirklich so schön. Und ich hoffe, ihr seht da dieses Goldene, wie das aussieht. Es schaut genial aus. Ich liebe es. Ja, das war's. Also, wir haben, wie gesagt, jetzt den 26. März abends. Das heißt, ich habe nicht mehr so viele Tage damit, etwas zu gestalten. Es wird höchstwahrscheinlich erst im April sein, dass ich euch etwas zeigen kann, was ich damit gestaltet habe, wenn mein April-Kit rechtzeitig ankommt, was ich nicht glaube, weil wir diese Virussituation eben haben. Sollte es aber ankommen, dann werde ich natürlich mit dem April-Kit im April gestalten, aber ich werde dieses Minibook auch im Laufe des Monats mit euch teilen, weil ich es unbedingt machen will. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Und ja, wir sehen uns dann wieder mit Projekten im April.
auf meinem YouTube-Kanal, auf Instagram und auf meinem Blog. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!